Hallo ihr Lieben und willkommen bei einem neuen Video von mir. Wie ihr am Titel schon gesehen habt, ja, habe ich einen etwas anderen Haul für euch. Und zwar bin ich seit kurzem Stampin' Up! Demonstratorin. Ja, ich freue mich sehr, sehr, sehr darüber. Und ja, der ausschlaggebende Punkt war, weswegen ich Demonstratorin werden wollte, dass sie diesen Monat, also jetzt im Monat Juli, ein Angebot hatten, wo man 10 Stempelkissen umsonst mitbekommt. Und ja, man musste ein Starterpaket kaufen. Das heißt, man musste, also man kauft ein Starterpaket und zwar für 129 Euro und der Wert dieses Starterpakets beträgt 175 Euro. Also man kann sich praktisch Ware im Wert von 175 Euro aussuchen und hat 129 Euro bezahlt. Ja, ich möchte euch in dem Video zeigen, was ich mir ausgesucht habe für mein Starterpaket, welche Waren ich genommen habe und was im Allgemeinen im Starterpaket von Stampin' Up! Drin war. Ich würde sagen, wir beginnen einfach erstmal mit den Broschüren, die da so drin waren. Und zwar ist das erste Stampin' Success, drittes Quartal 2018. Und da hat man solche Anleitungen, Ideen, Hilfe, Teamführung, die Aktionen, sowas alles drin. Das werde ich mir dann noch in Ruhe anschauen, was da so Schönes, ja, vonstatten geht in dem Katalog. Ja, das ist das Erste, was dabei ist in dem Starterpaket. Das Zweite ist, werden Sie Teil von etwas ganz Besonderem? Ich schätze mal, das ist für Demonstratoren halt. Ja, weiß ich nicht, ist noch zu. Werden wir auch zulassen. Auf jeden Fall gibt es so ein kleines Heftchen. Dann gibt es noch, du bist eingeladen, das sind so Einladungskarten. Ich schätze, das ist dafür gedacht, wenn man einen Workshop geben will, weil als Stampin' Up! Demonstratorin darf man auch Workshops geben. Und ich denke, dafür sind dann Karten da drin. Wisst ihr, was mir gerade auffällt? Ich habe das alles rausgeräumt, aber keine Bestellformulare gesehen. Die haben gefehlt, weil normalerweise sind noch Bestellformulare dabei. Okay, ja, naja, ist halt so. Du bist eingeladen. Einladungskarten. So, oder vielleicht, oh, sind sie auch, nee, sind sie nicht. Ja, und dann ist der Jahreskatalog dabei. Wo kann man, nee, da kann man auch nicht sehen. So, Jahreskatalog 2018 bis 2019. Das sind 8 Stück. Ich weiß zumindest, dass man die, wenn man nach den 8 Stück noch welche braucht, ja, selber bezahlen muss, diese Kataloge. Aber da freue ich mich auch schon sehr drauf reinzugucken. Ist ja doch was anderes, wie wenn man im Internet guckt, als das, wenn man einen Blog in der Hand hält, würde ich sagen. Und ja, bin ich schon sehr gespannt drauf. Wenn jemand einen Blog haben möchte, um mal reinzuschauen, was Stampin' Up! Im Moment so anbietet, im Jahreskatalog, dann kann er mich gerne per E-Mail anschreiben. Unten in der Infobox werde ich euch meine E-Mail, ja, verlinken bzw. schreiben. Ja, so, das waren die ganzen Sachen. Wie gesagt, ich glaube, aber da fehlen die Bestellzettel. Weil normalerweise sind Bestellzettel, weil wenn man Workshops gibt oder so und die Leute wollen was bestellen aus diesen Katalogen, dann braucht man ja Bestellzettel und die fehlen jetzt hier. Ja, naja, was soll's. Wie gesagt, zusätzlich dazu gab es dann Stempelkissen umsonst. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Stempelkissen von Stampin' Up! Sind. Es sind 10 Stück. Ich habe mir das Set ausgesucht, Signalfarben. Und ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was bei den Signalfarben-Sets so dabei sind für Farben. Ich packe die mal aus. Dann gucken wir mal. Sie sind auf jeden Fall sehr groß. Also im Gegensatz zu anderen Stempelkissen, die man so kennt oder hat, sind die sehr groß, diese Pads. Ja, ach, da sind sie auch nochmal zusammen gemacht. Ach, hier. Okay, ist nur so eine Banderole. Machen wir mal ab. So.
Okay, ich würde sagen, wir schauen mal. Dann haben wir einmal diese tolle Farbe hier, Granny Apple Green. Das passt auch sehr gut, sieht auch aus wie ein Granny Smith. Oder was meint ihr? Ich finde schon. Ja, ist der Granny Smith. Dann gibt es Mango Melody. So ein schönes Orange. Wie eine Mango. Das ist ja cool. Alles Früchte hier, kriege ich mal glatt Hunger. Das ist auch wunderschön, die Farbe Melon Mambo. Tanzt Mambo. Seht ihr das? Ich denke schon. Dann haben wir noch Poppy Parade. Poppy Parade eigentlich. Blutorange. Ach da, ich lese das ständig auf Englisch. Da stehen ja auch die Deutschen. Grüner Apfel. Was ist das? Mango Gelb. Das ist gar kein Orange. Naja, so gelb-orange irgendwie. Wassermelone Blutorange haben wir hier. Ist auch eine sehr schöne Farbe. Die sieht ein bisschen anders aus, als ihr das gerade seht. Das ist nicht so knallrot, wie ihr das seht, sondern ja, das ist so ein seichteres Rot, würde ich sagen. Komisch, wie die Kamera manchmal die Farben verändert. Dann ist noch dabei Pazifik Blau, auch ein sehr, sehr hübsches Blau, finde ich. Ich bin gespannt, wie ich mich dämlich anstelle, die Deckel hier aufzubekommen. Die schiebt man ja hoch. Die schiebt man ja so lustig da rein. Da bin ich sehr gespannt. Dann haben wir, das ist auch wunderschön, Bermuda Blau. Sieht auch ganz, ganz toll aus. Dann Jade. Sieht auch sehr hübsch aus. Ihr seht das. Ah, da haben wir ein Gelb. Die Osterglocke. Das ist halt von allem irgendwie so etwas, aber kein Schwarz-Weiß oder sonst irgendetwas. Dann haben wir Flamingo-Rot. Ja, das stimmt. Und wir haben Amethyst. So ein lilaartig. Das sieht in der Kamera leider sehr viel dunkler aus. Verstehe ich gar nicht. Ja, das waren die Stempelkissen, die in diesem Signalfarben-Set dabei waren. Gefallen mir sehr, sehr gut. Ich bin gespannt, wie sich. Ja, die Stempelkissen machen. Ach so, im Übrigen, was ich noch dazu erwähnen will, dieser Kanal wird jetzt nicht ausschließlich zum Stamping-Up-Kanal. Das möchte ich mal ganz klar dazu sagen. Nicht, dass ihr jetzt Angst habt, dass ich nur noch Videos mit Stamping-Up mache. Aber jetzt werden vermutlich auch mal Tutorials folgen und ja. dann mit Stamping-Up-Motiven natürlich. Aber ich werde euch jetzt nichts aufquatschen wollen oder sonst irgendetwas. Wenn jemand Lust hat oder irgendwas schön findet davon, kann er sich gerne an mich wenden. Wenn es auch, ich sag mal, nur der Papierschneider ist von Stamping Up oder so, da könnt ihr euch dann gerne melden dann bei mir. Ja, aber wie gesagt, mein Kanal wird nicht ausschließlich aus Stamping Up-Videos bestehen jetzt. Ja, ich wollte das nochmal klarstellen, nicht, dass ihr Angst bekommt oder so. Ja. Gut. Das sind die Stempelkissen, die werden wir auch mal testen. Ich werde dazu ein Video machen und dann werden wir mal testen, wie die so aussehen, die Farben, wenn man sie dann stempelt. Ich hoffe, ihr habt da auch Bock drauf. Ich habe auf jeden Fall sehr viel Bock drauf. Ja, ich freue mich. So, also, das war in dem Set einbegriffen und jetzt kommt mein Starter-Set, die Waren, die ich mir ja ausgesucht habe, die ich in mein Starter-Set haben möchte. Im Übrigen kam meine erste Bestellung auch noch an, also wird es danach noch ein Haul geben von Stamping Up, weil meine erste richtige Bestellung ist dann auch schon angekommen heute. Irgendwie beides zusammen, ja. So, als erstes, was ich mir bestellt habe, ist Cardstock. Das sind die Farben In Color 2017 bis 2019. Wollen wir da mal reingucken? Ich glaube schon. Also ich habe verschiedene Farben gewählt. Hoppala. Ich habe verschiedene Farben gewählt. Es ist ein Mischmasch-Paket. Im Übrigen wird der Haul wahrscheinlich ein bisschen länger gehen. Oh, das ist sehr, sehr harter Cardstock. Wo steht der? Steht hier irgendwo die Stärke? Ich habe mich nämlich auch gefragt, ob irgendwo die Stärke steht. Nee, aber steht nirgendwo. Habt ihr gesehen, ne? Ich habe jetzt gerade außerhalb der Kamera geguckt. Ja, da haben wir auf jeden Fall diese schöne Farbe mit dabei. Ich glaube, ich muss das. Ich will das gar nicht rausholen, ehrlich gesagt. So. Ah, zweimal. Dreimal. Viermal. Was? Okay, ich hole es doch raus. Das geht wahrscheinlich ein bisschen schneller. So. Eins, zwei, drei, viermal tatsächlich. Das ist viermal diese Farbe. Oh, dann viermal dieses schöne Granny Smith Grün. Ja, ist ja auch viermal. Ja, und dann wunderschön in dieses Papier habe ich mich verliebt. Das habe ich auch extra noch bestellt in der anderen Bestellung.
weil ich die Farbe so wunderschön fand. Das ist Sommerbeere. Ja, habe ich mir extra noch Cardstock bestellt, nur in der Farbe. Fand ich mega schön. Oh, das sieht auch ganz, ganz toll aus. Das ist so ein Türkis, würde ich sagen, blau-grün. Oh, das ist auch sehr schön. Haben wir auch so lilaartig, so grapeartig. Ja, das war das Erste, was ich bestellt habe. Ihr Lieben, ich würde euch jetzt gern Preise sagen. Allerdings habe ich gerade auf meine Bestellung geguckt und das zählt, also das steht bei meiner Rechnung überall 0,00, da das halt ein Starter-Set ist von 129 Euro. Das ist natürlich dumm gelaufen. Wusste ich nicht vorher, habe ich nicht geguckt. Naja, das ist der Cardstock. So, dann habe ich mir 12x12 Inch Papier bestellt und zwar in der Farbe Flüsterweiß. Auf flüsterweißem Cardstock soll es sich sehr, sehr gut stempeln lassen. Und ich habe auch noch überhaupt keinen weißen Cardstock. Und deswegen dachte ich, ich möchte den mal testen und nehme mir mal das Flüsterweiß mit. Es ist ein schönes Weiß, würde ich sagen. Und ja, da sind, wie viele sind denn da drin? 12 Blatt. Kann sein, dass das 10,25 € gekostet hat. Ich bin mir aber unschlüssig. Und ich möchte nichts Falsches erzählen. Also, das ist der Cardstock. Jetzt hat man ein bisschen so die Lampe da drin. Dann habe ich mir Handstanzer bestellt. Und zwar einmal den kleinen hier. Ihr seht das gar nicht. Das ist der ein halb Zentimeter, nee, ein halb Inch. Ja, lassen wir das. Eine kleine Handstanze. Warum ich die mitgenommen habe in das Starter-Set, ist ganz einfach. Da ich sowas Richtiges nicht hatte, auch wie süß, für Mini-Alben zum Basteln, dachte ich. Ja, sowas habe ich noch nicht. Wie das funktioniert, weiß ich auch noch nicht. Hier bewegt sich gar nichts. Ah, hier. Ah, yay. Ja, das ist auf jeden Fall so eine kleine Stanze, die man sogar. Das ist ja cool. Hier. Ja, nicht schlecht. 7,50 € hat die gekostet, das weiß ich noch. Ja, und das ist die kleine Handstanze. Die habe ich mir mit dazu genommen. Dann habe ich mir noch eine Stanze genommen. Die fand ich hier super schön. Und das war Juna auf die Schnelle. Und die ist riesengroß. Das ist ein riesengroßer Klopper. Ja, da kann man zum Beispiel bei Tags oder bei Verpackungen oben so einen schönen Rand machen. Ja, das fand ich super schön und damit möchte ich auch was machen. Deswegen habe ich den mitbestellt. Der war ziemlich teuer. Ich glaube 28 Euro oder 22. Naja, 22 bis 28. Ja, der ist sehr schön. Den habe ich mir auch noch dazu genommen. So, dann habe ich jetzt noch drei Stempelsets mir ausgesucht. Und zwar als erstes dieses hier. Bannerweise Grüße nennt sich das. Wie wir sehen, ist alles auf Deutsch, was ich sehr gut finde. Im Übrigen kann man auch Handstanzer zu diesen Tags dazu bestellen. Habe ich aber jetzt nicht. Und was ich richtig gut fand an diesen Bannerweise Grüße, ihr seht da schon, das sind einzelne Wörter und die kann man zusammen, ja, zusammensetzen und somit hat man für ganz viele Anlässe ja schon den passenden Spruch praktisch parat. Ja, man kann wirklich alles kombinieren. Das fand ich super. Das müssten Clear Stamps sein, genau. Ja, das sind Clear Stamps. Das seht ihr. Ah, hier ganz gut. Ja, die fand ich sehr, sehr hübsch. Die haben mir sehr gut gefallen. Ja, das ist das erste Stempelset, was ich genommen habe. Das zweite, was es mir angetan hat, ist dieses hier. Glasklare Grüße gibt es auch auf Deutsch, gibt es aber auch auf Englisch. Ob es das auf Englisch gibt, weiß ich jetzt gar nicht. Aber das gibt es auf jeden Fall auch auf Englisch. Ich habe mich aber für die deutsche Variante entschieden, glasklare Grüße. Ich fand das sehr, sehr hübsch mit diesen Jars, also mit diesen Einweggläsern oder wie man die nennen möchte. Und natürlich hier die Sprüche von Herzen, Grüße, danke, hallo. Ist auch sehr, sehr schön geschrieben. Und hier hat man dann noch so ein paar Pflanzen und Kleinigkeiten, Schleife, was man auch immer damit verzieren möchte. Fand ich auch sehr hübsch. Ja, das sind zwei sogar. Also hier seht ihr das so ganz gut. Das ist die eine Seite und das ist die andere Seite. Glasklare Grüße. Als letztes Stempelset habe ich dann dieses genommen. Ja,
Ich möchte mir auch ein bisschen treu bleiben, ne? Und wir wissen ja, ich liebe Meerjungfrauen, ich liebe Einhörner und ja, ich habe meinen Stil und deswegen musste ich das mitbestellen. Ich fand das sehr schön. Das finde ich sehr, sehr hübsch geschrieben. Mermaid Kisses and Starfish Wishes finde ich sehr, sehr schön. Auch hier unten, da kann man so praktisch so einen Sandstrand machen oder halt unten so eine Bordüre machen zum Beispiel. Und ja, dann die Meerjungfrauen und Pflanzen. Und ich fand das sehr schön. Das sind jetzt die ersten Rubber Stamps. Die Stampin' Up Stempel kann man ja so zusammenbauen und dann hier irgendwie dran kleben. Und auf der Rückseite dann, damit man sieht, was das ist, diese Aufkleber kleben. Ja, das fand ich auch sehr, sehr hübsch. Dieses Stempelset habe ich genommen. Und als letztes in diesem Paket, wofür ich jetzt keinen Platz mehr habe, habe ich toll gemacht. Ja, ich lege das mal kurz hier hoch, damit wir ein bisschen Platz haben. Und zwar ist das ein Karton, ein großer Karton. Vielleicht kann das der ein oder andere schon lesen. Ja, ich musste mir das Schneidegerät von Stampin' Up bestellen. Der soll sehr gut sein. Und oh, deswegen habe ich mir den mitbestellt. So, ich glaube, ich krieg es nicht auf. So, jetzt habe ich es. Es kommt sehr gut verpackt. Seht ihr das? Ich wünschte, ich hätte mehr Platz. Ich hätte es vielleicht auch schon vorher auspacken sollen. Da ist er. Ja, den hat. Den habt ihr wahrscheinlich, da ist irgendwas runtergefallen, eine Gebrauchsanweisung oder was. Den habt ihr wahrscheinlich schon häufiger gesehen. Ich bin sehr gespannt, den zu testen, weil meine Fiskars schneidet leider ein bisschen schief. Ich weiß auch nicht, weswegen, was da ist, weiß ich nicht so genau, aber ja, da werde ich mal gucken, wie der ist. Das Tolle ist, dass man die Stanz- und die Falzklinge beide an dem Schneidegerät lassen kann. Das kann man bei der Fiskars zum Beispiel nicht. Und hier kann man beide dann hier in diesem Schneidegerät lassen, weil hier oben seht ihr, ist noch viel Platz und hier unten ist auch noch Platz zum Parken. Ja, den Arm kann man auch wieder ausziehen. So, Moment kurz. Das Video geht, glaube ich, eh schon ziemlich lang. 17 Minuten. Jo, dann geht es halt 17 Minuten. So. Ja, das ist auch mit einer Klappe. Die kann man hier hochmachen, da kann man justieren. Es ist in Inch und Zentimeter, was mir sehr wichtig war, denn Fiskars ist auch in Inch und Zentimeter. Und hier ist dann der Schneidearm und er geht bis 36 Zentimeter und 14 Inch ungefähr. Ja, also sehr, sehr cool. Freue ich mich da sehr darüber, den auszuprobieren, bin ich hier sehr gespannt. Ja, ihr Lieben, das war mein Starter-Set. Die ganzen Sachen, die ich euch jetzt gezeigt habe zum Schluss, waren alle für 129 € in dem Starter-Paket, wo man echt nicht meckern kann. Und die gab es alle umsonst, was ich auch richtig cool finde. Ja, ich werde jetzt als nächstes noch den Haul drehen und vielleicht schaffe ich es heute noch mal, die Stempelkisten zu testen hier, weil da bin ich sehr gespannt. Ja, gut. Ich habe fertig. Ich danke euch fürs Zusehen, ihr Lieben. Und wie gesagt, keine Angst, es kommen nicht nur noch Stamping-Up-Videos auf meinem Kanal. Ja. Ich würde mich freuen über Kommentare natürlich, was ihr dazu sagt. Und ja, ich hoffe, ihr seid nicht so negativ mit mir, dass ich jetzt auch ja, Stampin'-Up-Demonstratorin bin. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, Wünsche habt, den Katalog haben wollt oder. Ich schreibe euch meine E-Mail-Adresse unten hin und da könnt ihr mich erreichen. Oder ansonsten auch natürlich auf Instagram. Gut, ihr Lieben, jetzt bin ich aber weg. Macht's gut. Ciao.